So, herzlich willkommen. Ja, jetzt bin ich endlich wieder in den Server gekommen. Hat was gedauert irgendwie. Also mittlerweile, also ich würde mal sagen, unsere Parts gehen ungefähr so lang, bis dann der Disconnect kommt oder halt diese 25 halbe Stunde Zeit abgelaufen ist, erreicht hat. Und ah, guck mal, der spielt das auch. Alter, der hat sich einen großen Klopper gemacht. Donnerwelle, die hier auch. Ey, das ist ja meine richtig kleinen Gegend. Oder die wollten einfach nur richtig große Menschen, damit die zeigen können, dass sie Götter sind oder so. Keine Ahnung. Oder ich habe meinen einfach ziemlich klein gemacht. Das kann natürlich auch sein. Und wir dürfen wieder in diese Kapsel gehen. All immortal shit. Und direkt wieder raus und dürfen F drücken. Und wir können K drücken. Oh, einen Moment, ich habe leider Schluck auf gerade. Okay. Also, hier ist jetzt der Skillbaum und der wurde noch einmal ge... Wow. Wow, der wurde von gestern auf heute nochmal so krass geändert. Niemals, labert doch gar nicht, was ist denn hier eigentlich für einer? What the hell? Der war gestern ungefähr auch so und dann teilte sich das so wie beim bei der Close Beta ungefähr. Aber was ist denn hier passiert? Wow. Hammergeil. Wow, der wurde schon mal richtig, richtig groß jetzt. Also ich glaube, da werden wir ziemlich lange dran spielen. Und vor allen Dingen... Ich würde aber trotzdem gerne wissen, ab wann man... Ab wann man so eine andere Charakterklasse freischalten kann oder ob man die kaufen muss. Na, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, hier beginnt unser Spaß. Das haben wir freigeschaltet, das haben wir freigeschaltet. Und jetzt geht's hier weiter. 50 davon. Blaue haben wir natürlich nicht, daher stockt das hier erstmal direkt wieder. Und F für Quest abgeben und wir drücken B. Und da haben wir hier diese Kapseln bekommen oder was das ist, die wir jetzt aufgemacht haben. Und wir können F drücken, haben ein T-Shirt bekommen, ist das nicht hübsch. Jetzt dürfen wir wieder B drücken, dürfen das auswählen, müssen danach nochmal weg. Jetzt müssen wir Escape drücken. Styling, das ist nämlich das Styling, müssen das anklicken, klicken auf Speichern, können direkt wieder das andere wählen. Ja gut, anscheinend nicht, müssen das jetzt erstmal gerade kurz nehmen. Jetzt können wir wieder auf Styling gehen, können das wieder wechseln und haben wieder unser Haupt. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Göttin und dann sagt die uns, geht zur Fabrik. Mal schauen, ob wir die auch noch schaffen. Ja, bei der Fabrik habe ich mal was versucht. Man muss ja nur durchkommen und den Boss da besiegen. Hat nicht ganz funktioniert, denn ich habe die ganzen Mobs gepult. Danach konnte ich auf einmal keinen Fokus mehr zielen. Und die sind sogar mit in die Instanz des Gegners gekommen, des Bosses. Also das funktioniert schon mal gar nicht alles. Finde ich schon mal echt traurig. Aber was willst du machen, ne? So, okay, alles klar, wir haben es begriffen. Wir müssen zur Fabrik. So, dann machen wir... Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Der hat jetzt schon... Der ist doch 450 Grad mal. 450, das heißt, der hat wenigstens diese eine... Ich weiß nicht. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, Leute. Wir werden es sehen. Auf zur Fabrik. Ich würde sagen... Sollen wir mal probieren? Vielleicht finden wir ja mal Gegner, wenn jetzt ein paar schon mal online sind. Akzeptieren. Nice, und wir sind mit einem Team dabei. Das ist richtig cool, macht bestimmt richtig viel Laune. Von daher fortfahren. Wen haben wir denn noch dabei? Lady Dings und Myrene. Super, dann mal los. Ist jetzt ein schönes Kleid, wahrscheinlich hat sie schon investiert. Mal gucken, wie stark ist die Kleine. 406 und 444. Die haben schon ihr Geld ausgegeben. Gruppenverwaltung, da können wir die ansprechen.
das geht doch jetzt schon viel schneller dann. Mann. Aber da verhalten die auch jetzt mehr aus. Weil wir auch zu dritt sind, finde ich schon mal sehr gut. Ja gut, der hält aber schon ein bisschen zu viel aus. Ach, und die haben sogar andere Fähigkeiten auf einmal. Und der überhitzt, dann kann er nicht mehr angreifen. Puh. Ah, wir haben eine neue Fähigkeit, C. Nice, wir haben einen Flammensturm. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Und weiter geht's. Aber ich denke mal, ich werde mal gerade wechseln. Ah, und da haben wir jetzt auch eine neue Fähigkeit. Und wir haben hier diesen Strahl jetzt endlich. Also ich würde sagen, Leute, dieser Champ wird auf jeden Fall meiner sein. Da bin ich mir ganz sicher, den werde ich als erstes erstmal hochspielen. Aber ich werde euch zuliebe trotzdem noch einmal nachher den, wenn wir es noch schaffen, den Berserker zeigen. Aber verlasst euch erstmal drauf, dass es der hier sein wird, auf den ich richtig stehe. Ach, ich habe schon noch Ressourcen und jetzt kommt C. Ja, Mann, ich stecke alle in die Luft. Die brauchen noch ein bisschen, bis wir kommen. Nice. Sehr schön, jetzt packen wir uns den Dicken. Mal sehen, ob der Flammenwerfer so weit geht. Nice. Jetzt machen wir den Strahl. Dabei kniet er sich hin. Sehr schön. Aber wir verlieren Leben. Deswegen glaube ich, wir müssen jetzt rum. Aber wir haben wieder mal keine Energie. Und sehen. Aber es macht mega viel Spaß. Ne? Also dieses Kampfsystem ist so geil. Aber der hält nicht viel mehr aus jetzt. So. Ja, dann schießt langsamer, wir wechseln die Waffen mal. Da müssen wir mal Glück bei, wie ich schon mal so. Ihr seht, noch vier Balken, dann haben wir in den Knien und wir wechseln unsere Waffen wieder. Jetzt ist wieder Feuer bereit. Nice. So. Zwei Balken. Die letzte innere Schicht haben wir angeknackt. Gut, die Attacke bringt eigentlich noch was für Flechtschaden. Das Feuer sieht nicht schlecht aus. Ist ein einem zusammengekippt. Nein, man sieht sehr gut leicht einfach links ist deren. Nein. Links ist einfach deren Leben. Kann man sehen, wie viele Leben die haben, finde ich geil. Also mehr braucht man auch nicht von seinem Teammate. Und wir sammeln mal auf. Jeder bekommt so seine eigenen Sachen und keiner muss sich um irgendwas schlagen. Finde ich auch super gemacht. Ist jetzt nur positive Sachen. So. Da spielt wirklich ein Vibe oder da hat einfach einer so ein Kleid auf sich. Ich bin mir ja bei den Leuten nie so sicher, wie so ein Vibe spielen und dann irgendwas kurz, knappes, Alter, wie so Kanonen, keine Dinge, soll sonst nicht so gut. So. Der ist ein bisschen stärker. Sehr schön. So, jetzt bin ich wieder zurück. Gleich sind wir hinten. Wir sind gleich durch. Und das war der Finisher von mir. Sauber, da gibt's leider nichts. Und weiter geht's. Zack, 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 zack. Und sie wird rot. Jetzt machen wir den Streuschuss. Wir haben ja hier einen Gegner. So. Ich sag euch immer noch, ne? Der Pyromant ist einfach so strong, ne? Könnt ihr sagen, was ihr wollt, ja. Aber der ist wirklich so. Daher werde ich auch überlegen, ob ich den vielleicht doch auch spiele, aber der Kanonier, der war einfach, dieses Pack war wieder mal vollste 65 Euro wert.
musste sein. Das Spiel ist wirklich richtig gut. Hat aber auch eine hohe Anforderung von der Hardware her, denn auf minimal oder mittel, ich sag mal so, da sieht das Spiel wirklich schäbig aus. Also das ist nicht so zu vergleichen von hohen Firmen, sage ich jetzt mal, ne, wie EA oder Blizzard oder so, wenn man sagt, okay, niedrig sieht minimal schlechter aus wie maximal, aber das ist schon kritisch. So, wir wechseln mal. Zack, zack. Und da unten sind wir denn. Ja, der Schaffner ist nice. Und wir beenden das. Und wir haben mal. Oh, wir haben eine neue Knarre erhalten. So, nehmt. Und da einsammeln und gib ihm. Und nach vorne. Sehr schön. Nice. Der Eisstrahl, ne? Das Load, alles. Werden wir das auch viel mit Teamsuche ausnutzen, wenn es sowas gibt. So, und da kommen die letzten beiden. Ich könnte auch jetzt für den Kampf mal sehen, der ganz knapp den Berserker. Oder nee, wir nehmen ihn wirklich auf der neuen Insel da. Wir nehmen den Berserker uns vor. Und werden mit dem mal eine Runde spielen. Jetzt habe ich gerade wieder mal nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir eigentlich schon aufnehmen. Scheiße. Naja, dann noch nicht. Oder ach doch, warte mal, wir können auch oben sehen. Wie lange wir dann dafür für gebraucht haben. So, genau. Ach, ich habe keinen. Okay, sorry. Kein Fehler. So. Aber die zwei sind nicht schlecht. So, geil, das ist cool. Das ist echt cool mit denen. Zwar spielen die beide. Achso, ja gut, dann ist klar, warum das doppelt und dreifach Schaden war. Dings mit, die spielen beide. Beide spielen sie zusammen den Kyromanten, ist natürlich richtig super. Statt einer kurz in eine andere Position wechselt, aber nee, komm. Ja. Das interessiert mich reichlich wenig, deswegen musste ich das gerade machen. Weil wir es schon kennen, Leute. Wir kennen es ja, wir kennen das. Und ihr wisst auch jetzt, was wir tun müssen. Wir müssen ein paar Sekunden schaffen. Na, erstmal das linke da. Ohne Einkratzer, sehr schön. Sehr schön, und da haben wir den Finisher. Ja. Nice, wollen wir jetzt den nächsten? You can't stop me. Sehr schön. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Der hat ganz neue Attacken bekommen. Das ist cool, das ist cool. Wird mal richtig nice. Jetzt müssen wir den aber leider noch ein bisschen anzünden. Der war draus. Der Kanonier schießt schnell, aber wenig Schaden. Und besiegt. Und die Fabrik ist abgeschlossen. 9 Minuten haben wir gebraucht, gerade mal. Das heißt, wir können noch bis. Okay, dann mach ich Bescheid, sehr schön. Premium aktiv akzeptieren. Raus hier aus der Innie. Wir wissen Bescheid. So. Jetzt geht's weiter. Ja, oben unsere Symbole werden immer mehr. Unser Alphabet steigt. Oben links, so. Jetzt machen wir weiter. Jetzt müssen wir ja gleich diesen Totengräber suchen. Jetzt müssen wir erstmal auf dieses Archiv zugreifen. Genau, da haben wir die Verbesserungen. So, zack, 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 zack. Genau, ich bin ein Gründer. Ich bin echt super cool. Ich habe einen Premium-Status. Freund kann ich hierhin zurück. Oh, geil. Ich habe 40.000, 31 davon, 115 davon. Toll, 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 toll. So, und auf geht's.
Ach nee, Quatsch, jetzt kommt ja erstmal Naori noch. Ey, wie hat der denn. Guck mal, der ist gerade mal so stark. Verstehe ich nicht so. Gut. Ja. Ja, okay. Naori, danach können wir auch die Kisten dann öffnen. Und wir werden jetzt mal zum Berserker wechseln. Sehr schön. So. Und was war nochmal? IRK, ne? Ja, die 10 können wir dafür wohl opfern. Ah, ja, die 20 auch. Denn es wird ja auch immer schließlich alles. Ach, guck mal, der hat einen ganz anderen Skillbaum wieder. Nice, der hat einen anderen Skillbaum. Der hat so einen. Cool, die haben auch noch alle einen anderen Skillbaum. Jetzt wird es immer cooler langsam. So, wir nehmen ihn wieder ab. Und wir gehen mal wieder rein. Und wir müssen jetzt zum... Na, Fabrik haben wir gemacht. Naori. Ah. Versuchen wir mal im Team wieder zu finden. Ich denke mal, es gibt genug Leute, die da gerade sind. Und natürlich akzeptieren wir. Das geht auch noch recht schnell alles. Finde ich richtig cool. Und wir können zusammenspielen vor allen Dingen. So. Mal sehen, wen haben wir denn hier? Egal, wir greifen schon mal an. Nice. Aha, da haben wir schon mal den Wirbelwind. Und da oben auf dem Boden. Tja, ich laufe jetzt noch mal zwei, dreimal so mit dem hier rum ein bisschen. Na gut, das ging schnell. Ah, da geht er auf ihn zu, da springt er. Da wird er im Kreis rum, hier macht er den Finisher. Okay, und ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich brauche den Kanonier. So. Und der Kampf würde beginnen. Und der geht ja mal jetzt übel schnell down. Warning. This Kampf's level of aggression exceeds the allowable value by 6.8%. Hier müssen wir jetzt zurückwechseln. So, halten wir schon drauf. Flammenwerfer hinterher. Und wir wechseln wieder. Und wir wechseln wieder. Der hat ja beinahe uns angestürmt. Noch zwei Balken. Geht alles viel zackiger hier jetzt. Sehr schön. So, dann geht's weiter. Folgen wir auch noch. Nicht richtig episch. Wahrscheinlich haben die nur das Gründerpaket, so wie die Fähigkeiten. Ja, stimmt, die haben echt nur wahrscheinlich das Gründerpaket. Ah.
Ah, da haben sie die geholt. So. Oh Mann, mitten im Kampf hat er dann einen da in den Skillbaum. Ich hatte das gemacht automatisch. Okay, jetzt haben wir hier aber... Gut, da hat einer Scheiße gebaut. Egal wer es war. Einer von denen hat Mist gebaut. Die Waffe ist heiß. Da sollten wir rausgehen aus den Pfützen. Es gibt nur unnötig Schaden. Nein, der kann doch nicht so geil. Nicht die Schuhe. So, und wir haben Wechsel. Ich töte ja Pyromant und mich als Gamsenjäger. Richtig geil. Hat was. Und wir machen mal den Finisher. Oh, da sie hat den schon gemacht. Nice. So, wenn wir jetzt clever sind, machen wir nur. Sehr schön. So, ab nach oben. Ich hoffe, die kommen mit. Leider muss ich jetzt mittendrin die Aufnahme kurz pausieren. Ja, ich hoffe, ihr seid die nächste Folge dabei. Ich glaube, hier habe ich auch das letzte Mal pausiert. Also bis dahin, haut rein, schaltet.